Heute kaufe ich alles, was ein Mädchen zeichnet. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Jetzt, wo Max meine ganzen Spiele hier von meinem Handy runtergelöscht hat, dachte ich mir, was soll ich denn heute aufnehmen? Aber dadurch, dass ich noch Besuch habe von der guten Mai. Hallo. Habe ich mir einfach mal gedacht, ich werde heute alles kaufen, was sie zeichnet. Also was ein Mädchen zeichnet. Es ist auf jeden Fall ganz witzig, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Seid nicht zu streng, weil sie hat tatsächlich noch nie am Computer irgendwas gezeichnet. Aber ich denke, ich werde es schon erkennen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und es geht los. Irgendwas Grünes. Frage ist, was kommt jetzt? Okay, so ein Kreis und noch ein Kreis und ein Punkt. Willst du was zu deinem Werk nebenbei sagen? Das ist nicht das Schickste. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Okay, also du hast schon mal so zwei Kreise, einen Punkt, Geometry Dash, so ein Charakter, mit dem man... Hä? Rot. Bist du fertig? Jetzt nicht. Ich muss überlegen, ich habe ja, warte mal, darf ich mal auf deinem iPad gucken? Ich habe ja nicht so viele Spiele. Also ich habe ja gar keine Spiele mehr, sowas, meine Freunde. Ihr seht jetzt mal das iPad von ihr eingeblendet. Was könnte es sein? Hier oben ist es nichts, lol, okay. Pushy ist es nicht. Es ist Zombie-Tsunami. Oh ja. Okay, gut, dann gehen wir mal in Zombie-Tsunami rein. Jetzt musst du aber noch aussuchen, was ich dann im Spiel malen soll. Du musst jetzt mal gucken und das musst du mir dann malen. Okay, du bist wieder dran. Ich bin gespannt. Eine Karotte. Sieht bis jetzt ein bisschen so aus, aber... Eine gelbe Karotte habe ich noch nie gesehen. Wo kann man die kaufen? Bei Edeka? Eine gelbe Karotte und du möchtest noch was haben. Ich wusste gar nicht, dass man Karotten kaufen kann in deinem Spiel. Ein Hut. Mhm. Ist das ein Hut? Ja. Ein bisschen schicker, aber es ist ein Hut. Eine Karotte und ein Hut. Okay. Eine Eiscreme. Hä? Wie soll der Spaß kosten, ist die Frage. Die Karotte, der Hut und... Ja, okay. Bist du fertig? Man muss auch, du musst auch schreiben, wie viel das kostet. Und vielleicht noch den Namen, was das ist, dass ich das irgendwie finden kann. Schreib vielleicht erst den Namen. Stafter. Starterpaket. Ah, okay. Das Starterpaket für 2,49 Euro. In Zombie-Tsunami? Mhm. Okay. Dann gehe ich mal kurz in dein iPad und guck mir das mal an. Okay, also ich bin jetzt hier wieder in ihrem iPad. Ich gehe jetzt mal in Zombie-Tsunami rein. Also ich habe tatsächlich gar keine Ahnung mehr von dem Game. Ist es das hier oben links? Warte mal, wir vergleichen mal. Kommt doch fast hin. Ja, dieses Paket beinhaltet 10.000 Münzen, 50 Diamanten und den exklusiven Tropenhelm. Werbung auch zwischen Spielen entfernt. Mhm. Okay, dann kaufe ich dir es einmal. Okay, Geld habe ich dir jetzt gegeben. Wir haben das aufgeladen, Freunde, damit wir natürlich auch jetzt hier das Angebot kaufen können. Was kannst du jetzt mit den Münzen kaufen? Darf ich mal gucken? Rubbellose Zivilistenmeute. Was ist denn davon schlau? Das ist viel cooler. Man kann es kaufen. Wow. Was? Ein Kosmonautenhelm kostet 500.000. Warum ist der so teuer? Keine Ahnung. Sehr exklusiv. Aber du siehst, ich habe auch schon fast 800.000. Ach, du hast schon 800.000 fast. Ja. Wow. Darf ich irgendwas für 10.000 kaufen? Dann kaufe ich jetzt den Gallia-Helm. Der ist cool. Okay, gut. Du darfst die nächste Sache malen. Aber erstmal das App-Icon. Okay, Freunde. Es wird wieder gezeichnet. Du willst ein Toastbrot. Ich starte immer noch ganz professionell. Du willst ein Toastbrot. Oh mein Gott, du willst wirklich ein Toastbrot? Hast du Hunger? Mhm. Ein Toastbrot mit Marmelade drauf. Rot? Nee, kein Rot. Schwarz. Ein angebranntes Toastbrot willst du. Warum das denn? Ist ja doof. Okay, jetzt wird das Toast... Doch, Marmelade! Ach, ich verstehe. Kannst du dich nicht entscheiden, oder wie? Mhm. Marmelade ist schimmelig. Eine schimmelige Marmelade auf dem Toastbrot. Okay, ich muss kurz die Apps gucken. Okay, Freunde, wir schauen einfach mal. Mal gehe ich von unten hoch. Okay, es ist nichts von hier. Ja, okay, es ist Among Us. Dann musst du jetzt aber noch entscheiden, was du aus Among Us haben möchtest. Gibt es hier oben Sterne? Oh, okay. Die Dame braucht Sterne, Freunde. Jetzt bin ich gespannt. Die passen sogar ziemlich gut. Noch mehr Sterne? Mhm. Huch, okay. Du möchtest Cineminis. Die mag ich auch sehr gerne, aber heute nicht. Ja, Cineminis-Packung. Bringt Among Us Cineminis-Packung raus. Noch mehr Sterne. Noch mehr. 5 Cineminis möchtest du jetzt. 6 sogar. 7? Oh, langsam wird es aber teuer, ey. Wie soll man denn 7 Cineminis bezahlen? 11. 110. Oh, ja. Du willst die Feuerwehr rufen. So ungefähr. Oder eher die Polizei. Ist es die Polizei? Huch, okay.
Ja, bei mir ist das so Pokern, wenn ich ja immer mal einen Notdienst rufen muss, dann rufe ich aus in die Feuerwehr an oder die Polizei. Dann gewürfelt. Nein, damit rufst du, also mit 112 rufst du an Feuerwehr und Krankenwagen. Und 110 Polizei. Mhm. Okay. Also du willst Cineminis als Star-Bundle. 110 Cineminis möchtest du. 9,99 Euro. Wo gibt's die? Bei Edeka? Fast. So, Freunde, ich bin jetzt wieder an ihrem iPad. Gehen einmal in Among Us rein. Okay. Frage ist, wo kann man hier Sachen kaufen? Ich nehme an, hier. Lol, das sieht ja cool aus. Warum hast du nicht das hier gemalt? Was? Cosmicube. Dafür reichen meine Zeichenkünste nicht aus. Okay. Nee, hier ist es nicht mit dabei. Ah. Ah. Okay, ich verstehe. Gut, dann holen wir das Paket jetzt einmal kurz. Bei Among Us Stars to Unlearn. Blablabla. Okay, Freunde. Kauf wird ausgeführt und er war erfolgreich. Wow. Und was können wir uns jetzt hiermit kaufen mit 110? Irgendwas Cooles. Ja gut, such du einfach mal aus, was du kaufen willst. Ist ja jetzt dein Guthaben. Haustier wäre natürlich schon ziemlich süß, ne? Wow. Was willst du besser? Was ist? Hamster oder den Hund? Nee, einen Wauwau. Okay. Hast du den Wauwau gekauft? Wow, cool. Irischer Cowboy. Den holen wir. Cool. Okay, Among Us haben wir gekauft. Du darfst sogar noch weitermalen. Okay, gut. Dieses Mal ein graues Toastbrot. Jetzt bin ich gespannt auf meine Zeichenkünste. Obwohl, das geht. Das geht. Das ein geht, Kreis. Das geht. Oh, einen Tennisschläger. Fast. Krass. Die Dame möchte einen Tennisschläger, Freunde. Einen gelben Tennisschläger. Hä? Was malst du da? Sehr schick. Was ist das? Ein trauriger Tennisschläger auf einem grauen Toastbrot. Ich hab das gar nicht mal so schlecht getroffen. Hä, bist du schon fertig? Oh ja, das wirst du jetzt erkennen, glaub mir. Ja, doof. Kenne ich das Spiel wirklich? Mhm. Okay, lass mir dein iPad einmal hier. Minecraft ist es nicht. Just Dance Now ist es auch nicht. Oh nee. Birdwatch Game ist es auch nicht. Also, warte mal. Das war freundlich. Ich halte gerade das iPad hier neben die Zeichnung. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also, es gibt ein Spiel, was hier ganz gut hinkommen könnte. Was auch grau ist. Und es ist nicht Alchemie 2. Es ist Brawl Stars. Oh ja, das erkennt man auch. Oh mein Gott. Okay, gut. Stimmt, du hast ja Brawl Stars gespielt. Warte mal, wir zeigen einmal kurz deinen Account. Aber den Shop weiß ich ja gar nicht. Ich war heute noch gar nicht in Brawl Stars drin. Oha, 1300 Pokale hast du schon. Gut, dann gehe ich jetzt mal bewusst nicht in den Shop rein, sondern du gehst rein und schaust mal, was du haben möchtest. Okay, es geht wieder los, Freunde. Ich habe nicht geguckt. Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird? Ich bin auch gespannt, was wird. Willst du einmal kurz malen und kommentieren? Ich hole mir mal kurz ein Wasser. Ja, ich gebe dir mal mein Bestes. Okay, Freunde, ich überlasse jetzt Mai hier das Feld. Mal gucken, was sie malt. Okay. Fangen wir mal an. Wenn ich kann es euch ja schon mal sagen, es wird etwas in die Richtung Gems gehen. Das Problem ist nur, die sind hier sehr, sehr schwer zu zeichnen. Aber das kriegen wir hin. Und ich meine, Kevin, der kennt ja das Spiel auch. Und dementsprechend würde er das sicherlich gleich schon erraten. Oha! Was ist das? Ein Wischmob! Fast, der Panzer einer Schildkröte. Oh mein Gott! Ich bin hier schon dabei, mein Bestes zu geben. Was machst du da? Das sieht aus wie ein zersprungenes Glas, aber was grün ist. Ja, aber das ist gar nicht so schlecht. Das wirst du schon erkennen. Freunde, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber sagt's ihr nicht. Also bisher muss ich sagen, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Okay. Ich habe schon den Zuschauern gesagt, dass du es erkennen willst. Denn schließlich kennst du ja das Spiel. Ja. Dann reicht dir das so ungefähr. Ja. Warte, stopp mal. Erst den Kasten. Ich will Kontext haben. Stopp! Du brauchst jetzt Kontext haben. Ich brauche Kontext. Was für ich sehe nur 360. Fehlt da noch irgendwie, mach vielleicht noch so irgendwie so eine Form oder so drumherum. 360 grüne, zersprungene Gläser möchtest du. Mhm. Fahren Sie fort. Sehr schick. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Okay. Denke, es sind Gems, aber ich will mal ganz kurz einmal vergleichen, Freunde. So, okay, ich habe das iPad hier wieder. Wir gehen einmal ins Spiel rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe tatsächlich die Gem-Pakete jetzt nicht so im Kopf, wie die genau designtechnisch aussehen. Aber es ist mir ein bisschen schwer gefallen, bin ich ja ehrlich. Ja. Du hättest vielleicht diesen Hintergrund, warte mal, ich zeig dir mal, wie ich es besser erkannt hätte. Hättest du so diesen Hintergrund noch so gemacht? Da hätte ich es wahrscheinlich sogar noch schneller erkannt. Okay, Freunde, aber ganz wichtig, natürlich, ne, auch wenn wir auf dem Kevin-Spiel-Kanal sind, Creator-Code Lukas eintragen, wenn ihr euch in Brawl Stars etwas kauft. Und
dann würde ich sagen, holen wir jetzt das 360-Gem-Paket. Okay, und der Kauf war erfolgreich, aber jetzt will ich auch noch sehen, wofür du das ausgibst. Okay, Freunde, ihr seht es, wie gesagt, auch gerade eingeblendet. Hast du irgendwie so einen Skin, den du feierst? Oder willst du den Brawl Pass vielleicht sogar kaufen? Ja, der Brawl Pass. Echt? Der ist es. Okay, ja, schlaue Investition. Hm? Und jetzt kannst du sogar noch den Boxer-Skin einsammeln. Sehr cool. Oh, das ist krass. Freunde, ihr wisst es, ne? Kauft euch auf jeden Fall einen Brawl Pass. RT ist ein sehr krasser Brawler. Und den gibt es dann bei Stufe 30. Du musst ein bisschen spielen, bis du da ankommst. Das stimmt. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Hast du recht. Okay. Ich würde sagen, eine Sache können wir noch malen. Jetzt wird wieder gemalt, Freunde. Kommt wieder das Toastbrot. Oh ja, als erstes kommt wieder das Toastbrot. Okay, Toastbrot. Was möchtest du diesmal für ein Toastbrot? Das Toastbrot wird erstmal blau. Oh, ein blaues Toastbrot. Ist es aus dem Weltall? So ungefähr. Er ist hinuntergefallen auf die Erde. Okay. So, das ist schon ziemlich schick. Habt ihr schon eine Idee, Freunde? Das ist mein Kunstwerk. Bist du fertig? Ja. Okay. Ich habe eine Idee, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist. So, warte mal, ich gehe mal wieder zu deinen Spielen. Ups, jetzt habe ich irgendein Spiel gestartet. Clash Royale. Wo ist es denn? Hallo, es ist nicht Heyday. Okay. Es ist Crossy Road. Wie ist diese verblüffende Ähnlichkeit? Ja, doch. Ich hatte halt das Icon nicht mehr so ganz im Kopf. Aber wir gehen mal rein. Beziehungsweise du gehst mal rein und dann schaust jetzt einfach mal, was du da draus haben möchtest. Okay, es geht los. Gespannt. Ein Kasten. Ein Kasten mit Füßen. Du willst meine Vitrine haben. Die gebe ich dir aber nicht mit. Die brauche ich noch. Pass auf, jetzt wird es richtig professionell und dreidimensional. Du möchtest jetzt einen Toaster haben für dein Toastbrot. Fast. Habe ich es richtig erraten? Noch nicht. Du möchtest meinen Toaster haben, aber der ist aber, also mein Toaster ist nicht pink, der ist rot. Aha. Du möchtest kleine Toastbrote, runde kleine Toastbrote, in meinen pinken Toaster reinwerfen. Bist du fertig? Mein fertiges Kunstwerk. So, Freunde, wir gehen rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Du möchtest nicht diesen Wahltypen. Den möchtest du nicht. Kurz. Oh! Du musst manchmal einfach nur so losrennen und gucken, wie weit du dann kommst. Ich bin da schon mal so bis so 30 gekommen. Ah, warte, einen Try nochmal. Ah, nee, war schlecht. War nur 7. Okay, gut. Aber jetzt gehen wir einmal zurück. Also. Nein, nicht Werbung! Jeder Kauf im Spiel wird diese Werbepausen auf ewig deaktivieren. Aber das ist auf jeden Fall nichts davon. Das hätte ich erkannt. Oh, warte mal. Es ist das Sparschwein. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist sogar gut geworden jetzt, wo ich das so vergleiche. Aber ja, ich habe es echt nicht erkannt. Okay, so. Der Kauf war erfolgreich. Da ist dein Sparschwein. Wow. Kann man damit auch laufen mit dem Sparschwein? Das wäre jetzt krass. Oh! Oh mein Gott. Man kann mit dem Sparschwein laufen. Das ist ja das Coolste überhaupt. Oh, ist voll zerplatzt. Oh mein Gott. Komm, mach du jetzt mal eine gute Runde. Freunde, ich würde sagen, ihr seht jetzt hier nochmal Mai an ihrem iPad eingeblendet. Ob sie weit kommt, wir wissen es nicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr die Sachen gut erraten konntet. Und bis dann. Tschüss.